Heute soll es um diese drei Bücher gehen. Und zwar das Kriegstagebuch von Ernst Jünger. Wir sind im Jahr 2014. Hier sehen wir das Kriegstagebuch 1914 bis 1918. Daraus entwickelte sich dann dieses Buch In Stahlgewittern. Ich muss sagen, ich habe mich nie für dieses Buch interessiert, weil ich der allgemeinen Meinung aufgesessen war, dass es sich hier um Kriegsverherrlichung handeln würde. Aber jetzt, nachdem ich Tagebuch und diese praktisch das Buch, was daraus entstanden ist, gelesen habe, muss ich sagen, dass es geradezu erschreckend ist, mit welcher Distanz Ernst Jünger den Ersten Weltkrieg schildert. Ein Tagebuch eines 19-Jährigen, der plötzlich sich an der Westfront wiederfindet. Er war zwar Kriegsfreiwilliger, aber schon als er die ersten Tage an der Front verbringt, muss er sich von den älteren Soldaten gefallen lassen, dass die Kriegsfreiwilligen als die Kriegsmutwilligen bezeichnet werden. Was das Ganze jetzt so interessant macht, ist die Arbeit des Herausgebers. Helmut Kiesel hat also in wahrscheinlich jahrzehntelanger Arbeit das hier aufgearbeitet. Und zwar jetzt hier zu dem Kriegstagebuch, weil da ist es originalgetreu wiedergegeben. Und am Schluss des Buches dann alle Anmerkungen, damit man Ortsbezeichnungen und so weiter sofort nachvollziehen kann. Dann kommt, dieses Kriegstagebuch hat Ernst Jünger geschrieben zwischen seinem 19. und 23. Lebensjahr. Zwei Jahre später, als er dann 25 war, kam dann dieses Buch heraus, In Stahlgewittern. Und diese Ausgabe ist jetzt folgendermaßen aufgebaut. Auf der linken Seite, wir gucken uns das gleich nochmal, ich baue die Kamera gleich mal um, dann können wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Auf der linken Seite die Fassung von 1920, auf der rechten Seite die Endfassung von 1978. Und hier in diesem zweiten Band alle Änderungen und so weiter, die zwischenzeitlich gemacht wurden und dann aber in den folgenden Auflagen nicht mehr enthalten waren. Außerdem, so sahen dann die Korrekturbücher von Ernst Jünger aus, der über Jahrzehnte immer wieder an diesem Buch gearbeitet hat.